Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg. Nach wie vor mit den Orks. Und ganz so super sah es ja jetzt doch nicht aus. Geht aber noch. Ich kämpfe mich wieder langsam nach vorne, nachdem es doch mal ganz kurz ein bisschen kritisch aussah. Ich denke mal, wir steigen gleich ein, indem wir hier reingehen. Ah, Gothmog. Müsste aber gehen. Wir holen uns jetzt Minas Tirith. Das wird den Gegner nämlich ganz schön nerven. Und nachdem da bloß einer ist, ist es ziemlich easy, sage ich mal, das zu schaffen. Sollte es sein. Müsste gehen. Mal schauen. Und dann, boah. Dann mal gucken, ne? Und hier sind wir auch schon. Mit dem Drachenfürsten kann ich rumrennen. Was ich jetzt versuchen sollte, erstmal, wenn es geht, ist hier eine schöne große Armee aufbauen. Spinnen und dann natürlich diese auch versuchen hochzurüsten, abzugraden. Das müsste ganz gut helfen. Oh, der kann schon den Feuerflug. Das ist auch sehr nützlich. Ah, Moment, Moment, Moment. Das Gold braucht man natürlich. So. Na komm. Gold. Was ist denn das hier? Ah, Feuerflug. Feuert ein brennendes Drachenschaf gewählte Ziel ab. Okay. Da greifen wir an. Die Fähigkeit benutzen wir noch nicht. Türme baut die KI dort nicht. Leider. Das wäre dann ein bisschen spannender. Aber okay. So, mit dem rennen wir noch ein bisschen rum. Ein paar Ork-Grubenteile-Tunnel baue ich noch. Die können da mal nach vorne gehen und ans Tor ein bisschen klopfen. Ah, guck mal einer an. Den Trommler-Troll sollten wir weghauen. Der boostet nämlich die Gegner so doof. Mach du mal auf den Troll das Feuergeschoss. Das tät mich mal interessieren. Oh! Nice! Kann sich sehen lassen. Okay, ich weiß jetzt, warum Drachen stark sind. Möchte ich nicht im Real Life begegnen. Könnt uncool enden. Der grillt ein. Aber hallo. Stark. Echt stark. Okay, gut. Der wütet dann noch ein bisschen. Wie wär's mal, wenn ihr den Bau dort zerstören würdet? Der Drache macht es hier schon. Das geht. Die Spinnen setzen wir mal hier ein. Und dann bauen wir jetzt hier weiter Zeug. Na kommt. Kann ja nicht so schwer sein, das Ding zu zerstören. Und ich glaube, hier bauen wir jetzt erstmal das hier. Gothmog ist auch gestorben. Sehr schön. Renn's da mal drüber. Den Baumeister haben wir auch noch abgreifen können. Feuerball. Mal sehen, wie viel Schaden der macht. Geht. Und jetzt Sturzflug. Und Bams. Nice. Dort angreifen, zurückrennen. Weiterbauen. Das haben wir uns geholt. Oh, der hat aber viele Baumeister hier. Oh ja, das machen wir nochmal. Oh, Gollum. Ah, okay. Also dieses Drachenfeuerteil ist ja ziemlich mächtig. So. Also mit dem Drachen in Drogoth kann ich gut stallen. Da kommt der Gegner gar nicht mehr raus. Keine Chance. Ich glaube, ich baue jetzt so einen Spinnenhort. Oh, guck mal da. Gegner. Wie nice. Okay. Das können wir einreißen. So. Die bauen wir jetzt noch nicht, die Upgrades. Das lohnt sich nämlich hier nicht.
Gut. Der Drache kann hier wieder einen Feuerball draufhauen. Die Spinnen kommen. Schatzlager wurde erweitert. Dann bauen wir das gleich wieder auf. Das können wir gleich erweitern. Hier diesen Spinnenhort. Und dann bauen wir hier wieder einen Tunnel. Dem Drachen geht es soweit noch ganz gut. Das haben wir uns geholt. Da sind doch noch irgendwo Spinnen. Genau. Da, hier den hinterher fliegen. Die Fledermäuse sind weg. Okay. Und alle außer dem Drachen gehen jetzt hier hin und gehen in Position. Ja, genau. Schön den Feind zerstören. Ah, perfekt. So, dann bauen wir hier noch einen Tunnel. Bauen nochmal ein Spinnennest. Ein paar Spinnen können wir machen. Warte mal, wie viel Schaden macht dieses Flammenteil gegen Gebäude? Es macht auf jeden Fall Splash, aber der Schaden ist nicht so groß. Jetzt retten wir den erstmal. Der Drogos, der nimmt nämlich viel Schaden gegen Pfeile. Ja, bin dabei. Oh wow, das Zeichen schaut auch cool aus. Stark. Gefällt mir richtig gut. Also da hat EA eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht. Auch wenn das Spiel manchmal ein bisschen buggy ist und es besser sein könnte. Aber geht schon. Ist schon ganz nice. So, wie gesagt, der Gegner kommt hier partout nicht raus. Erstmal. Und das ist auch ganz gut so. So, die Spinnen erstmal auf Defensiv setzen. Hey. Hey. Na komm. Hau weg das Teil. Kann nicht so schwer sein. Na also. Das wird schon mit der Zeit. Hier bauen wir einfach weiter. Ich glaube aber, dass ich gleich erstmal die Upgrades machen sollte. Wo ist der Baumeister? Da. Weil, wenn der Gegner nämlich aufgibt. Ah ja, wenn sie auf Defensiv sind, greifen sie nicht an. Aha, sehr interessant. Na denn. So, die ganzen Baumeister, die er da ausbildet, sterben und geben mir gut Kohle. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich renne jetzt aber mal mit den Spinnen und den Dunländern hier rein. Und greif da mal an. Und sonst bauen wir hier, bilden wir weiter aus. Wie gesagt, die schweren Rüstungen können sie leider nicht tragen, aber das macht jetzt nicht so viel. Das geht schon. Ist eigentlich gerade richtig gut, dass ich diese Truppe hier in Minus Tirith aufleveln kann, weil ein Teil davon wird zurückbleiben. Und ausgerüstete Spinnenreiter sind stark. Ich weiß nicht, ob die auf diese Treppen, auf die Mauern hoch können, aber generell sind sie nicht schlecht. Die geschmiedeten Klingen sind gut zum Überreiten von gegnerischer Infanterie. Und wie gesagt, einen Teil davon nehme ich eh mit ins mit Drogoth mit. Das ist dann schon richtig gut. So, jetzt schauen wir mal. Bild mal nochmal ein paar aus. Wie gesagt, ich bekomme Geld hier einmal durchs Räubern von den Dunländern. Sind doch Dunländer, oder? Wilde Menschen aus Dunland, ja, genau. Die Spinnen, die hier das Zeugs töten. Also ist gar nicht schlecht. Hier mit diesem passiven Plünderung bekommt es halt bei jedem Treffer an feindlichen Gebäuden Rohstoffe, passive Fähigkeit. Ist nicht super viel, aber ist schon was. Und da gibt der Gegner auch schon auf. Soll mir recht sein. So, da rennen wir rein. Haben ein bisschen was ausrüsten können. Geht schon. Also da vorne mit der Armee schaut es ganz okay aus. Nur hinten wird es jetzt ein bisschen kritisch. Wie gesagt, ich behalte das Ganze. Und speichern. Ich habe mir jetzt gerade eine Idee gekommen, was ich machen könnte. Als letzte Challenge. Ich meine, nachdem ich einmal alles durch habe, also mit jedem Volk einmal den Ringkrieg gegen 5 brutale KI, habe ich mir überlegt, nochmal so was Schweres zu machen, was richtig Schweres. Und da ist mir einmal in den Sinn gekommen, ich könnte machen, dass ich irgendwo starte und alle 5 Gegner um mich drum sind. Das ist super anstrengend. Oder ich könnte mir noch so eine weitere, das wäre halt extrem schwer,
noch eine weitere Regel auferlegen, dass ich Einheiten nur aus der Karte auf die Weltkarte mitnehmen darf, wenn ich es mir wirklich leisten kann. Das heißt, wenn ich nicht ins Minus komme. Das müsste ich vorher erstmal testen, weil das natürlich richtig anspruchsvoll ist, denke ich mir. Vielleicht irre ich mich auch. Aber ich glaube, das macht halt einen riesen Unterschied, weil die ganzen Einheiten, die ich hier dann ausbilde, gar nicht behalten darf. Müsste ich mal ausprobieren. Könnte aber extrem interessant sein. Aber da könnt ihr vielleicht, wenn ihr das Spiel habt, auch mal ausprobieren oder einfach mal überlegen, in die Kommentare schreiben, so ein bisschen Feedback, ob ihr glaubt, ja, wäre cool, könnte schwer sein, oder ob ihr sagt, nee, ist eigentlich langweilig, dass ich das so ein bisschen weiß, in welche Richtung diese Super-Challenge, nenne ich es jetzt mal, gehen soll. Weil derzeit habe ich noch keinen genauen Plan, was ich da machen soll. Es sollte jetzt nichts Doofes sein wie, du darfst nur bestimmte Einheitentypen ausbilden oder sowas, oder nur mit Adlern gewinnen. Das ist langweilig, finde ich, das ist nichts. Also sowas werde ich definitiv nicht machen. Aber so spezielle Dinge, ja, könnte man mal machen. Vielleicht so eine Community-Challenge, dass ihr mir irgendwas vorschlagt, hey, und die Top 3 Regeln oder was nehme ich dann? Keine Ahnung. Könnt ihr mal ein bisschen überlegen und mir auch was mitteilen, das wäre echt super. Damit ich weiß, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Und dann mal schauen. So. Du rennst da mal drüber. Haben wir jetzt alles? Jetzt haben wir alles. Dann gehen wir jetzt angreifen. Ja, die sterben weg. Die haben da keine Chance. Hier die Feuerpfeile, die brettern ganz gut. Ich kriege ja auch richtig gut Kohle durch dieses Plündern hier. Ne? Ach ja. Ja, die fallen wie die fliegen. Keine Chance, die Gegner. Hat er den Giftstachel gemacht? Ja. Boromir ist tot. Ist betäubt und wird längere Zeit vergiftet. Das ist auch sehr mächtig. Okay. Ah, dann bauen wir jetzt hier wieder Spinnen. Wo ist Feuer? Oh, da ist nicht, da ist Feuer. Das ist nicht gut. Na? Okay. Sieht ganz gut aus. Ist das bloß einer? Ja. Das heißt, der andere hat sich zurückgezogen. Das war's auch schon. Das finde ich auch interessant, dass die eine KI bleibt und versucht zu kämpfen und die andere lässt ihren Verbündeten im Stich und sagt hier, sag mal, nee, not gonna do this, mach ich nicht. Nopes die Dopes. Naja. Sehr interessant. Also die KIs haben definitiv unterschiedliche... Oh wow, das wird extrem schwer. Ach du Heilige. Unterschiedliche Dingsies hier. Theoden, Gloin, Schlangenzunge. Die Hügelgräber... Oh ne. Die sind halt so schon doof, weil du nirgends bauen kannst. Da haben sie Katapulte. Warge. Das geht so, aber... Ich habe aber eine Menge Spinnen und sie haben... Oh ja, doch, sie haben schon... Ich probier's. Es wird nicht einfach, aber ich probier's. Das erste, was ich jetzt machen könnte, wäre Festung gegen Zwerge. Sie haben Katapulte, wenn ich sie zerstöre. Lohnt sich fast nicht. Gegen drei kann ich wirklich Full Power gehen. Aber dann muss ich das mit Orks machen. Ich glaube, ich verzichte diesmal auf Spinnen. Und versuch's wirklich nur mit den Orks und den Halbtrollen. Das ist auch das erste, was ich jetzt bauen werde. Ist einmal eine Kluft und eine Orkhöhle, weil ich die nämlich erweitern möchte. Außer die Kluft. Dunkelheit, Dunländer, das Teil. Balrog. Der Wächter ist okay, aber der Wurm. Ich nehme jetzt den Verbündeten. Warte, warte, warte. Verbündeter und der Wurm. Sind die ausgerüstet? Dann habe ich da vielleicht sogar eine Chance. Mal gucken.
Wo gibt's hier was? Oh wow, da oben sind sie schon. Okay. So, angreifen, angreifen, angreifen. Die machen das hier. Oh mein Gott. Turm, Tunnel. Ach du Heilige. Der will mich wirklich sofort töten hier. Aber sofort. Boah, ist der aggressiv. Okay, die angreifen. Da drüber reiten. Wow, 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 wow. Fliehen, fliehen, fliehen. Ja, komm schon. So. Zerstören. Da ist noch irgendwas. Wie schaut's hier aus? Das können wir einnehmen. Na los. Greift an. Kann nicht so schwer sein. Wow, das war so knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Ah, mir könnte der Vorpass doch nicht. So. Die rennen da lang. Halt, 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 halt. Kluft. Kluft. Zerstören. Unbedingt das Zeugs zerstören. So. Das ist sehr gut. Gibt mir nicht Kohle. Zerstören. Warte, warte, warte. Da können wir drüber reiten. Den können wir zerstören. Dann das Gehöft vernichten. Da haben wir noch... Nee. Ah ja, da war der Baumeister. Genau. Erweitern. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Axtschleuderer. Aha. Okay. Ist jetzt nicht so geil. Ist das Gasthaus? Ah ja. Nee, wartet. Da reitet's einfach drüber. Oh oh. Weg da. Ah, das ist nicht gut. Schaffen die das? Ja. Okay, renn's mal nach Hause. Die zerstören, die zerstören. Die und die. Das gehört mir. Ich kann nur Zeug erweitern. Baumeister raus. Turm bauen. Wo sind meine Spinnen? Hier. Unbedingt die Pikeniere hier zerstören, die Lanzenträger. Ja, 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 ja. Ich sehe es. Das gefällt mir alles gar nicht. Die Kluft haben sie auch schon wieder in Schutt und Asche gelegt. Ich habe jetzt nur noch den Baumeister. Das ist natürlich extrem bescheiden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Spinnenteil rennt da hoch, um das Katapult zu zerstören. Der zerschlägt mir halt wirklich alles. Da rennt er drüber. Haben wir das zerstört? Sehr schön. Der muss noch sterben. Und dann kann ich mich endlich aufbauen. Kommt schon. Der darf nicht so viel aushalten. Hey, 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 hey. Was soll das? Oh, diese Zwerge, die halten immer so viel aus. Es nervt. So. Dann Orkgrube bauen. Spinnen weg. Drüber rennen. Komm schon, komm. Boah, wie viel Schaden macht der? Komm schon, Gloin. Ach du Heilige.
So, dann können wir wieder da angreifen. Feuerpfeil. Halt, darüber gehen. Und einnehmen. Oh, oh, das... Halt, das muss ich gescheit machen. Das ist sehr gut, das werde ich nämlich brauchen. Okay, die zerstören, dann drüber rennen. Nein! Was macht er denn? Ihr sollt hier auf mich hören, Mann. Vernichten. Es kann nicht so schwer sein, hinter euch. Jetzt aber. Jetzt brauche ich Hilfe. Okay. Äußerst schwierig. Schaffen wir das noch oder stirbt der Turm jetzt? Schafft er. Gut. Nein, nicht angreifen. Nein. Stopp. Wisst ihr was? So, ich baue hier eine blöde Festung, mir reicht sie jetzt. Zurück. Angreifen. Komm schon. Zurück. Nicht alles stehen. Oh. Na los. Go. Okay. Hammer das jetzt. Den angreifen und dann... Ne, rennt's. Greift's den doch an! So, und jetzt darüber rennen. Kann nicht so schwer sein. So, einer nimmt es ein. Die machen das da. Zum Glück kommt bald der Ballrock. Vielleicht habe ich dann eine Schnitte, aber das sieht gerade sehr schlecht aus. Upgrades. Hier den... Da den. Leider habe ich nirgends einen ungezähmten Verbündeten gesehen. Aber nach dem kann ich auch mal suchen. Wenn ich irgendwo ungezähmte Verbündete finde. Irgendwo. Dann habe ich da vielleicht Chancen. Irgendwo. Ah, das sieht ganz schlecht aus. Ja, das müssen wir zerstören. Fängt nichts. Unbedingt vergiften. Ja. So, Tunnel bauen. Ich mache jetzt hier mal Spinnenlöcher. Das sollte helfen. Dunkelheit. Wurm. Das Teil hier. So, das gehört weiterhin mir. Das ist sehr gut. Da ist der Ring. Den kann ich jetzt aber gar nicht brauchen. Wo werden Minen angegriffen? So. Dort angreifen. So, der Wurm hält die ganz gut hin. Dann die angreifen und die angreifen. Was kommt hier? Dunedain, da muss ich unbedingt drüber rennen. Das gibt vor allem, glaube ich, auch gut Geld. Oh, das gibt richtig gut Geld.
So. Okay, weiter ausbilden. Ich kann mir einen zweiten Baumeister leisten. Angreifen, angreifen. Die Spinnen sind so dämlich. Jetzt habe ich keine Spinnenreiter mehr. Jetzt, ab jetzt bin ich auf mich selbst gestellt. Das macht es extremst viel schwieriger. Weil jetzt habe ich nichts mehr. Da kommt Schlangenzunge. Die können wir vergiften. Aber was bringt's mir? Ich habe halt auch nur Orks, das ist ein Riesenproblem. Komm schon, Baumeister. Wenn ich jetzt eine Kluft baue, habe ich vielleicht Glück. Und kann ab und zu Halbtrolle bauen. Die sind nämlich gar nicht so schlecht. Wo ist der Grima? Da vorne. Ach Gottchen, die haben noch diese Super-Soldaten. Katapulte. Ja. Die müssen unbedingt weg. Angreifen. Fledermaus fliegen. Weiter ausbilden. Weiter ausbilden. Ich glaube, ich baue noch eine Ork-Grube. Ich brauche einfach die Soldaten. Ich muss dem Gegner wirklich so viel wie möglich an den Kopf schmeißen. Geht nicht anders. Ah, das nehmen sie mir auch noch weg. Ja klar, wieso auch nicht. Na, können sie ja. Ja, der rennt da durch, als wäre das nix. So, der hat sich jetzt unsichtbar gemacht. Hier wird weitergebaut. Okay. Sehr schön. Was hatten wir da noch? Zack. So, Baldrock ist fertig. Spinnen auch, das ist die Chance. Das ist die Chance. Spinnen sind fertig, die sind fertig. Balrog ist fertig. Und mit dem Balrog. Na gut, das war jetzt nicht so super klug, aber das geht schon. So, ich zerstöre jetzt die Gebäude nach und nach. Warte, 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 greif nochmal an. Dann spuckst du Feuer. Der Rest greift an. Kluft, Orks. So. Immer noch Feuer spucken, bitte. Am besten hier. Das da bauen. Dann das zerstören. Den Tod peitschen. Komm schon. Den zerstören. Komm schon. Den totpeitschen. Sehr schön. Jetzt die Kaserne. Oh oh. Peitsche. Zack. Noch was zerstören. Ja, ja, noch mit Feuerspeien, genau. Kannst da noch Peitsche? Oh ja, die Festung kaputt. Sehr schön. Wo ist der Baumeister? Niedergetrampelt. Gut. Das hilft schon mal ein bisschen. Die ganzen Gebäude werden hier zerstört. Irgendwo hat der Gegner noch ein Camp. So ein Dingsbums. Gasthaus. Gefällt mir jetzt auch nicht. Der ist jetzt nicht ernsthaft gestorben. Nein, gut. Ich hätte gerne diesen Vorposten. Und den hole ich mir jetzt auch. Halt, die sind da gerade am Angreifen. Die machen das. So. Die können angreifen. Nämlich dort. Die auch dort. Wieder schön aufbauen. Stress. Einnehmen. Angreifen gehen. Angreifen gehen.
angreifen gehen. Makro, Makro, Makro. Ich weiß nicht, ob ich Türme brauche. Ich baue noch einen neuen Baumeister. Das dunkle Land. Ich habe schon ein bisschen Schaden gemacht, aber es leben halt doch alle. Aber die Festung zu zerstören war gut. Das hat eine Menge Geld gekostet. Den Gegner. Das hat richtig gut geholfen. Was greifen die an? Okay, das ist kein Problem. Gehört mir der Vorposten? Ja, dann rennen wir mal da hoch. Da gibt es nämlich noch irgendwo... Gibt es doch sicher noch einen Vorposten, oder? Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Da war... Ich glaube, das war eher ein Gasthaus. Aber ich kann ja mal gucken gehen. Wenn da ein Gasthaus ist. Und es wäre gespiegelt. Ich weiß nicht. Komm schon, irgendwo da oben muss man doch bauen können. Da ging gerade was. Komm schon, perfekt. Kluft. Wieder angreifen. Nee, das ist nur so ein Teil. Ich weiß nicht, ich dachte, es müsste noch irgendwo was geben, aber ich kenne die Karte kaum. Dann halt nicht. Bauen wir weiter. Bilden wir aus. So, ich bin jetzt auf Maximum. Ich kann nicht mehr ausbilden. Aber so an und für sich schaut es okay aus. Bis auf, dass er schon wieder mit Rammen alles kaputt macht. Ich brauche neue Technologie. Das ist wichtig. Das bedeutet, dass ich... Also Reiter, Spinnen quasi. Obwohl die Halbtrolle auch funktionieren müssten gegen die Rammen. Und gegen die Wegen, gegen diese Streitwegen von den Zwergen, weil... Das sind ja Phalanx, also Lanzenträger. Antikavallerie. Das müsste helfen. Na komm schon, gib mir den Kriegsgesang. Sehr schön. So, Giftklingen sind gar nicht schlecht. Wieder ausbilden. Sehr schön, sehr schön. Okay, damit gehört der Ghoul mir. Ich kann Grab und Holde ausbilden. Mache ich jetzt einfach. Alles, was ausbilden geht, wird ausgebildet. Ist voll egal. Dem Gegner wirklich alles einfach nur voll. Ich baue nochmal eine Kluft. Ich würde jetzt die Orkhöhlen abreißen, aber ich weiß noch nicht. Vielleicht brauche ich das später noch. Allerdings werde ich bald techen. Und zwar, dass ich Upgrades machen kann. Das erscheint mir nämlich sinnvoll. Das probieren wir jetzt einfach mal. So, da bauen wir uns auf. So. Den Wurm gibt's bald und... Aha! Warte, 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 warte. Das müssen wir zerstören. So, Wurm. Und dann... Oh, 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 nice. Aber ich bin auch noch nicht fertig. Ich kann auch noch ein paar Dinge beschwören. Saurons Macht ist ungebrochen. Das stimmt. Das sind sie wohl. Da bilde ich jetzt einfach weiter Grab und Holde aus und gut ist. Warte, 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 warte. Ah! Der ist ausgerüstet. Okay. Dann bauen wir hier jetzt einen Turm. Und... Ja, da oben ist zwar nicht sicher, aber ist mir jetzt auch egal. Da ist jetzt halt gerade der Baumeister. Bauen wir da die Schatzkammer. Ich glaube, ich habe es jetzt fast geschafft. Das sieht ganz gut aus. Der Wurm springt quicksfidel umher. Na komm, Wurm. Kann nicht laufen, ist zu blöd dazu. Okay. Das war knapp, Jungs. Das war sehr knapp. Ich wollte immer noch mal den Drachen haben. Das probiere ich jetzt noch mal. Weil vom Geld her müsste das ja reichen. Ne? Diese kleine Spinne hat den Ring. Dann gibt die uns den auch. Wir bauen hier hinten weiter Tunnel. Schatzkammer. Alles klar. Gut. Ja, jetzt haben wir es eh gleich gewonnen. Und das bedeutet dann für uns,
Das bedeutet dann Bannerträger. Die machen wir jetzt einfach mal. Besser als gar nichts. Haben oder nicht haben, das macht einen Unterschied. Hier war das genau. Das ist natürlich doof, dass jetzt dieses Gebäude so zerstört wird, aber macht auch nichts. Das ist schon so gut geworden. Passt schon. Schlecht gebaut, also an der schlechten Stelle, aber sehr anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll. Aber ich habe mich durchgebissen. Es ist machbar. Ich habe mich durchgebissen. Und den Schwachsinn speichere ich jetzt auf jeden Fall ab. Weil das mache ich nicht nochmal.